Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Guck mal, wer jetzt dran ist. Die Ice Climber. Boah. Wir nehmen die Klamotte. Ich glaube, wir haben nur ein Ticket, ne? Wäre ein bisschen doof. Nein. Unser letztes Ticket. Noch einmal geile Belohnung. Im doppelt chilliger. Alter. Oh. Hi, Crystal, glaube ich. Ach, weil die auch einfriert. Also hat Gefühl, die ganzen. Na, also. Die ganzen Helfer-Trophäen, alle sind immer irgendwie themenbezogen. Je nachdem, welchen Charakter ich spiele, ne? Ist mir früher aufgefallen, ne? Schon vorher aufgefallen, aber. Alter, voll brutal. Er ist im Boden drin, wir hauen mit dem Hammer drauf. Wir hauen den Lukas. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn Lukas da im Boden gewesen wäre. Versteht ihr? Hau den Lukas. Also mag ich Pokyoko. Oh, ich wollte nicht drauf. Kann es sein, dass wenn man auf das Ding drauf haut, hat da immer Bonbons rauskommen. Wenn man halt normal öffnet, kommen Preise raus. Das höre ich die Musik auch wenigstens. Ich da ein bisschen lauter gemacht habe, die Musik. Ist ja nicht schön. Rona und Melinda. Wäre irgendwie geil gewesen, wenn die halt eingesteckt hätten, diese Eisdinger. Komm mal her. Rum. Ah, das ist ja von Melinda. Ich habe meinen Bumerang eingesteckt. Dieser Pisser. Hat der einfach hingestellt. Ja, komm her. Muss ich mal zwei Angriffe abblocken, Kollege. Bin ich gut. Wir können zwei Items tragen. Das ist gut. War dem Brawl auch schon so? Mit den Eisklimmern zwei Dinger tragen kann. Also jeder Charakter trägt was. Kann ich auch drehen, ja. Keine Ahnung, was hier los ist, ey. So unübersichtlich mit zwei Charakteren auf einmal zu kämpfen. Und Eisberg. Erwache. Sehr gut. Es läuft. Ne? So, Palutena und Pit. Eigentlich gar nicht so verschiedene Spiele gewesen, glaube ich. Ice Climbers und Kid Icarus.
Oh Gott. Ist nicht. Hätte irgendwie Pit und Dark Pit irgendwie mehr Sinn gemacht. Ein Duo. Aber okay. Nehmen wir ein bestes Team oder so. Ja, hier hat er auch Mario Luigi. Oh. Du musst es mit zwei Hitboxen aufnehmen, ne? Das ist schwierig. Oder schon offen. Nein, er ist jetzt weg. Hey. Sehr gut. Eine wurde weggehauen. Einer hat trotzdem getroffen. Dreck. Weil eigentlich, dass du nach oben schießt. Boah. Habe ich da gedrückt? Boah, ich krieg den nicht weg. Oh nein, 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 nein. Oh nee, ne? Wegen dem ist der schon wieder verreckt. Boah. Ey, ich hasse sowas. Ey, kurz bevor der Gegner noch rausfliegt, fliege ich auch noch raus. Ey. Dreck, er hätte so ein gutes Ergebnis sein können. Ja, was soll's. Ich aber nicht, dass ich dadurch mehr Sachen bekomme. Also ja. Ich bin einfach da durchgesprungen, was? Verdammt. Sachen, die sie einsammelt oder er. Ich weiß noch nicht, ob ich Männchen oder Weibchen gerade spiele. Ich gehe schon mal allein, ne? Dreck. Keine Sorge, ich überlebe für uns beide. Oh, das war so ein typischer Danero Move. Genauso wie ich das auch machen würde. Real life. Oh, warte, ich muss niesen. Ja. Teile ich nicht den Schaden, den beide ja nehmen würden. Boah, du bist einmal in den Angriff drin, ne? Ehrlich gesagt ziemlich gut gerade. Muss das ja sagen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt nur nicht gerade verreckt werden, ne? Okay, okay. Super. Sehr gut. Ich habe wieder für uns beide überlebt. Ich glaube, das ist Nana, oder? Also hat Mädel.
Sie hat für uns überlebt. Gut. Ah. 8.9. Gut, weiß ich nicht. Ich glaube, Meister und Crazy An habe ich so langsam drauf. Gut, oder? Ich glaube, in Eisklimmer ging es. War ein NES-Spiel, ne? Dann ging es eigentlich nur, einen Berg zu erklimmen. Also, man muss immer eine Plattform höher springen und so. Weiß nicht, ob das Spiel ändert oder so, aber frühere ältere Spiele, die haben ja wirklich kein Ende. Mach einfach so lange weiter, bis du halt eine perfekte, eine riesige Punktzahl hast. So wie ich dann verstehe. In so einer alten, zu so einer alten Generation gehöre ich leider nicht. Die Spiele, die ich gespielt habe, die hatten Sinn. So Atari und also weiter. So was habe ich noch nie gespielt. Da waren so diese Sachen wie Space Invader und also was. Space Invader habe ich schon mal gespielt, nur wie auf dem PC war das, glaube ich. Beim Nachbarn oder irgendwie so. Ja, ich habe kein Ticket mehr. Ich kann keine bessere Belohnung mehr kriegen. Das kotzt an. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht weiterspielen. Ich glaube, als ich angefangen habe, diesen Part, hat man noch 23 Charaktere übrig für klassisch Modus. Jetzt haben wir noch 22, das heißt noch 11 Parts. Geil, was? 11 Parts plus und dann haben wir alle. Dann müssen wir mit jedem Charakter All-Star-Modus machen. Ja, super. Aber das werde ich dann nicht aufnehmen. Das ist genau wie Multi-Smash. Du machst halt, weil ich kämpfe halt gegen so viele Gegner auf einmal, immer und immer wieder. Glaube ich, hat das so irgendwie. Ich tue beim ersten Mal mal aufnehmen oder so. Oder hier also Meilenstein-mäßig alle Charaktere machen. Dann war es dann auch. Sonst wird er langweilig. Gut, ich habe schon wieder vergessen, welchen Charakter ich noch spielen wollte. Komm, sagt's mir. Ihr könnt's doch hier an den Titel lesen. Nur sag mir, welchen Charakter muss ich noch mal spielen? Das vergessen. Was? Kirby? Sieht aus wie Kirby rechts. Da sah sich schon immer so aus. Ah, ist klar, was ja so sahen sie aus. Meta Knights, was? Sale, hey, das von The Last Story. Ein Spiel, das ich nie durchgespielt habe, weil meine Wii immer abgestürzt ist. Und ja, wen nehmen wir noch mal? Wen, boah, ich habe mir doch gerade überlegt, wen ich nehme. Ach ja, genau. Boom. Olimar oder Alf. Null Problemo. Vorsicht, Forscher, Forscher. Ah, Forscher, Forscher, okay. Ich habe gesagt, wiederholt sich nur gerne. Naruto Atzenkiller. Ja, da wird ein Spaß. Pass auf. So, und hier auch wieder die Frage. Müssen wir jetzt mit Olimar und Alf? Müssen wir jetzt mit Olimar und Alf hier das durchspielen, um die Geister zu kriegen von denen? Oder ich glaube, bin ich mit ein. So über Bowser Junior halt. Boah, ich weiß noch, wie sein Rettungsmove voll kacke war. Er hatte einfach nur so ein Seil aus Pikmin irgendwie gehabt. Und wenn er am Pech hat und war schon zweit entfernt, konnte er nie im Leben irgendwie
in die Stage gelangen. Oder muss es immer halt die Kante damit greifen? Leck mich an. Oli mal so ein technischer Charakter irgendwie. Muss mal kurz gucken bei den Techniken, was der alles kann, mit die verschiedenen Pikmin alles können. Ich weiß, die Lilanen machen am meisten Schaden, aber war es auch schon. Hier Pikmin Farb, besondere Eigenschaften, Angriffskraft und Würfe, Trefferbereich. Facebook mit deinen Spezialtechniken, Standard, neue Pikmin überrufen, seitwärts Pikmin werfen. Oh, man flüge Pikmin im Vorfliegen und Pikmin zu dir rufen. Ja, nur Lila führt Rammangriffe aus. Ja. Der geht auf den los, gut. Start. Start. Wir machen Dauer auf Schaden. Aber die sind dann auch tot danach. Da muss ich mal einen neuen rausziehen. Boom, boom. Diese Reflexe gesehen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hasse das Kirby zu bekämpfen, ne? Boah. Ja, dann war ich tot. Nein, nicht das Hühnchen. Tschüss. Wäre irgendwie lustig, wenn wir am Ende gegen Rathalos kämpfen müssten. Mit Olima. Ich glaube, da wird es sogar noch einfacher machen. Ja, da gibt es den Monster Hunter World nicht auch irgendwie eine Waffe, wo man Insekten auf Gegner schießen kann. Ja, irgendwie vergiften oder so, da wird auch verpassen. Also, die hat aktiv meine Pikmin angegriffen. Ich krieg die Krise. Oh Gott, den habe ich gerade in den Tod geworfen. Boah. Du Idiot, weil er hat die gar nicht Schaden gemacht gegen die. Da ist noch. Dann mach mal. War Luigi. Boah, ich bin angepisst, dass ich kein spielbarer Charakter bin. Aua. Sehr gut. Tritt auf sie drauf. Und ich werfe einen Typen auf die. Du tritt auf sie und ich werfe Zeug auf sie. Warte mal, wir haben Samus erforscht. Wenn so Falco und Fox kann ich auch noch verstehen, halt verschiedene Spezien und also was, aber wir haben eine eng angekleidete Frau erforscht. Fühlt sich irgendwie komisch an. Wow. Ich mag das Lied. Nein, dann picken wir beinahe mit einem Shuttle da weggeflogen. Warum stellen wir uns so gut an? Ja, selbst wenn ich die bescheuerten Charaktere spiele, ja, stelle ich mich irgendwie gut an. Oh, Alf. Kampf der Forscher. Pass auf, der wird mir jetzt zeigen, wie man Pikmins spielt, ne? Pikmin könnte ich mir vorstellen, wenn Spiel mir richtig Spaß machen würde. Und dieser Piffer. Ich habe gesehen, er hat der blöde Ding aufgesammelt und er muss halt sofort einsetzen. Gelappen, ey. Warte, wenn ich spawne, habe ich gar keine Pikmin, willst mich?
Wo kann ich mal irgendwas gegen dich machen? Ich komme gar nicht dazu, irgendwas gegen den zu machen. Was? Ey. Boah. Ja, boah, jetzt kommt ja ein Gegner, mach mich fertig. Ja, gegen gar keinen Gegner Probleme, ey. Der haut mich jetzt hier zweimal aus, ey. Das... Okay, immer noch auf der Fresse. Boah, nee, ne. Ja, flieg raus. Mein Gott. War jetzt echt notwendig. Er hat mich zweimal rausgehauen, ey. Wieder Pisser. Einfach Lust. Schon sowieso keine besseren Geister zu bekommen danach. Oder Punkte oder was weiß ich. Tschüss. Da kommt Rider los. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ja, vielleicht auch nicht. Komm, euch beiden habe ich drauf. Verdammt, ich habe nur auf den einen geguckt. Hatte nur Augen für den einen. So wunderschönen Finger. So gar nicht erst abzubrechen. Ich wollte den. Ich habe gedacht, ich betäubt den einen früh genug. Boah, bist du nicht mal langsam betäubt? Boah, was? Nein. Vor allem, das wird gar keinen Sinn machen. Ich schaffe die irgendwie zu erledigen, wenn ich eine Schwierigkeit von 8 oder irgendwie sowas habe, aber 7.0 oder was auch immer ich jetzt gerade habe, das, dann schaffe ich das nicht. Sehr gut. Oh, tschüss. So. Was? War nicht ein Torn von Pikachu, wo sich auf den Rücken rollt? Was war das denn? Ach, Bummel. Auch wenn ich sehr doofen Tod gegen Alf hatte, zweimal. Egal. Was kann man machen, ne? Nochmal versuchen, ne? Ne, nicht mit Olima. Nicht mit Olima. Olima, Olima. Keine Ahnung. Mehr Belohnungen. Dieser Modus wird mir immer noch nicht langweilig, ne? Das ist nur noch 21 Charaktere, glaube ich, übrig bleiben. Das ist ungefähr 11 Parts. Noch mindestens, aber werden auf jeden Fall 100 Parts in diesem Projekt.
Aber ja, bis jetzt hier ist mal fleißig hochgeladen, ne? Also wird nicht lange dauern, bis das irgendwie dass wir fertig sind. Auf jeden Fall fertig sein. Kommen nicht ein paar Spiele raus, die ich unbedingt Let's Playen will in diesem Jahr. Schon sehr früh in diesem Jahr. Also ja, muss schon mit Smash Bros ein bisschen einen Gang runterstellen. So mal ist. Musik habe ich noch nie gehört. Nein. Nein. Boah. Ich habe, glaube ich, 15.000 Gold, also können wir uns mal, ein guter Geist erscheint, einen holen. 4 Sterne. Wenn ein guter erscheint. Oder wäre das Beste, was man machen könnte jetzt. Man muss wahrscheinlich klassisch Modus noch mal ein bisschen offscreen spielen. Ich hoffe, dass ich mal ein paar Tickets wieder bekommen. Und halt, ja, Geist auf Farben, ne? Und damit ich einen Grund habe, das Spiel einfach nur offscreen zu spielen. Glückwunsch. Gut. Endergebnis. Waluigi, Mario Striker. Wir haben schon links. Da ist alles, was ich krieg. Boah. Ey, da war ja gar nichts. Boah. Weil ich so einen beschissenen Charakter gespielt habe, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. So, hier haben wir zum Beispiel Captain K. Rool, wo wir nicht sehen, was der kann. Und hier ist ein Ticket. Hier, der ist noch neu. K.O. Kong. Alter. Bald Bull. Der türkische Boxer. Despotar. Warum nicht? So, also wir sind noch so im Bereich von 15.000, damit wir irgendwas kaufen können. So, lass mich noch mal hier gucken. Einkaufen. Was haben wir noch zur Auswahl? Ja, billiger. Da waren diese Bomben vom Brawl aus dem Subspare, wie auch immer der Modus nochmal hieß, der Abenteuermodus. Henry, hey, der ist von diesem einen Spiel, das ich haben wollte, aber nie gespielt habe. Von den Machern von Fire Emblem ist Project Steam oder irgendwie sowas. Ja, ballern wir unsere ganzen Dinger hier raus. Okay, der hat irgendwie gar nichts mehr, so was mich interessiert. Gut. Mal auf, heute aufzunehmen. 67 von 100. Wir haben jetzt gerade gar nichts bekommen, ne? Wie viele Dinger wir immer hier bekommen, ne? Das ist crazy. Gut, ja. Ich sage, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, wie es weitergeht im Abenteuermodus. Ne? Gut, okay. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.